Kerzen, Sprechchöre, Banner und Plakate auf den Straßen und alle sagen dasselbe. Je suis Charlie, ich bin Charlie. Tausende Menschen waren in Straßburg auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Opfern zu bekunden. Auch in Freiburg nahmen Hunderte an einer Schweigeminute teil. Das Attentat auf das Satiremagazin Charlie Hebdo am Mittwochmorgen, immer noch ein Schock, doch der Zusammenhalt ist groß und Charlie Hebdo antwortet mit einer neuen Ausgabe, die kommende Woche erscheinen soll.